Na, Maloney, haben Sie die Frau nicht vorgewarnt? Mittlerweile weiß man doch in der ganzen Stadt, dass ein Spaziergang mit Maloney immer im Leichenschauhaus endet. Geben Sie sich keine Mühe, ich werde niemandem verraten, wie viele ungelöste Morde in Ihren Akten schlummern. Ich habe die Leiche gefunden. Gleich kommt das Lokalfernsehen. Endlich kann ich meine Karriere als Hellseherin so richtig durchstarten. Sie starten überhaupt nichts. Weshalb sind Sie hier? Wie heißen Sie? Was ist Ihr Motiv? Und wer ist das Alibi? Die Reihenfolge können Sie sich aussuchen. Unser Computer ordnet die einzelnen Aussagen automatisch den richtigen Fragen zu. Ich benötige kein Alibi und ich habe kein Motiv. Wir suchen beide nach einem verlorenen Sohn. Sie haben ein gemeinsames Kind? Ach. Das ist ja noch schöner. Vater, erfolgloser Schnüffler und die Mutter eine Hellsichtige. Wahrscheinlich lebt das Kind verwahrlost bei einer Endzeitsekte. Der Tote muss etwas mit dem verschwundenen Sohn zu tun haben. Vielleicht ist die Leiche der verschwundene Sohn. Das ist unwahrscheinlich. Der verschwundene Sohn war größer und erst vor 12 Jahren verschwunden. Diese Leiche aber ist neu und klein. Meine hellseherischen Fähigkeiten haben mich hierher geführt. Es reicht. Ich muss mich umziehen. Und ich muss mit der Boulevardpresse sprechen. Zuerst aber muss ich mit meinem Auftraggeber sprechen. Das bleibt mir leider auch nicht erspart. Tun Sie das, Maloney. Vielleicht landen Sie danach endlich auf einer schwarzen Liste. Ich werde zusammen mit unserem Computer ein Täterprofil erstellen. Mir schwebt auch schon vor, wie es aussehen könnte. Mord im Wald ist speziell. Ich habe ein Buch gelesen. Tatort und Täter ergeben zusammen ein Bild. Er versuchte zusammenzufassen, was er gelesen hatte. Es klang so wirr wie ein Kreuzworträtsel auf Japanisch. Zusammen mit Frau Kreis fuhr ich zu unserem Klienten. Dieser war alles andere als erfreut über unsere Entdeckung. Ich bezahle Sie beide gut, sehr gut sogar. Doch anstatt nach meinem Sohn zu suchen, gehen Sie im Wald spazieren und entdecken eine Leiche, die nichts, aber auch gar nichts mit unserem verschwundenen Sohn zu tun hat. Das stimmt nicht, das stimmt nicht. Es gibt ganz eindeutig eine geistig-feinstoffliche Verbindung zwischen Ihrem Sohn und der Leiche. So weit würde ich nicht gehen. Ich glaube, dass Ihr Sohn freiwillig untergetaucht ist. Sie glauben? Ja. Ich stütze mich wenigstens auf die Fundamente der paranormalen Wahrnehmung. Sie hingegen glauben wie ein braver Christ. Ich will von dieser Leiche nichts mehr hören. Sie sind beide entlassen. Herr Gubser wird fortan für mich arbeiten. Ja. Noch ein Detektiv. Oder ein Hellseher? Ich bin Kartenleger. Auch das noch. Kartenlegen ist unseriös. Das hat mit echter Magie und Hellseherei nichts zu tun. Herr Gubser hat ein interessantes neues Kartenset entworfen. Ja. Ich werde es in meiner Druckerei produzieren. Genau, genau. Tarotkarten sind völlig veraltet. Ich habe ein Kartenset erfunden, das durch Sponsoren aufgewertet werden kann. Die M-Budget-Karte zum Beispiel steht dafür, dass man wirtschaftlich schwierigen Zeiten entgegensieht. Die Visa-Gold-Karte dagegen verspricht Erfolg und Reichtum. Der Tod wird ersetzt durch die Grabsteine GmbH. Hier können lokale Sponsoren gewonnen werden.